Yo Leute, Crimex hier und in diesem Video geht es nochmal um unseren altbekannten Freund, das Lizard Squad. Ja Leute, lang ist es her, wir hatten jetzt echt eine Zeit lang Ruhe vor dem Lizard Squad, aber gestern hat sich das Lizard Squad mal wieder zurückgemeldet. Ich denke mal, die meisten von euch dürften es damals um die Weihnachtszeit mitbekommen haben, als wir einfach alle über Weihnachten nicht online gekommen sind, weil das Lizard Squad einfach permanent die Microsoft und die Sony Server gedDoS hat. Es war echt ziemlich mies, aber wie gesagt, ich denke mal, das dürften echt die meisten mitbekommen haben, weil es einfach nicht nur GTA betroffen hat, sondern die komplette Gaming Community, jeder der online spielen wollte, ob es GTA war oder FIFA oder Battlefield oder COD, whatever, keiner ist online gekommen und das hatten wir alles einfach nur dem Lizard Squad zu verdanken. Ja Leute, und es war wie gesagt echt ziemlich mies, aber warum erzähle ich das überhaupt? Ich denke mal, die meisten von euch wollten über Weihnachten selbst zocken. So, und jetzt hatten wir eben eine Zeit lang Ruhe vor dem Lizard Squad, weil sie teilweise sogar ziemlich viel Geld geboten bekommen haben, dafür, dass sie aufhören, die Microsoft Server und die Sony Server zu DDoSen und auch ein Teil des Lizard Squads im Gefängnis war. Jetzt hat sich gestern jedoch, wie schon am Anfang gesagt, das Lizard Squad wieder zurückgemeldet und ich fand die Post von Lizard Squad echt ziemlich uncool, weil sich das so anhört, als würden wir in Kürze wieder nur offline spielen können. Ich werde euch im Laufe des Videos einfach mal die beiden Posts von dem Leader von Lizard Squad einblenden und ich werde das auch direkt dann mal übersetzen. Starten wir zunächst mit dem ersten Post, da hat der Leader geschrieben, going to resume the rape of online gaming services very soon. Was so viel heißt, wir werden bald wieder die Online-Server vergewaltigen. Und da habe ich ganz ehrlich überhaupt keinen Bock drauf, weil wenn das so stimmt, dann werden wir wieder über einige Tage nicht online spielen können und das finde ich wirklich extrem uncool. Jetzt gerade hier in der GTA-Community, jetzt wo uns bald die Banküberfälle erwarten, habe ich da wirklich gar keinen Bock drauf, dass irgendwelche Lizard-Spasten meinen, sie müssten uns hier wieder das Online-Spielen verderben. Und der zweite Post, den werde ich jetzt direkt auch mal einblenden. The punishment for everything we've ever done would be at most 1 week in a nice hotel-like prison with a gym, pool, etc. Was so viel heißt wie unsere Bestrafung, die wir bekommen haben, war gerade mal eine Woche in einem hotel-ähnlichen Gefängnis und wir hatten da sogar ein Fitnessstudio, ein Pool und weiteres. Also was so viel heißt wie die Bestrafung, die sie bekommen haben, sie wurden für die ganze Scheiße, die sie gemacht haben, einfach nur eine Woche bestraft und das in übelst im Pussy-Gefängnis, also in dem Gefängnis hatten sie einfach ein Fitnessstudio, hatten Pool und so weiter und so fort und jetzt sind sie eben wieder aus dem Gefängnis draußen, haben sehr viel Geld einkassiert und werden trotzdem wieder die Online-Server vergewaltigen. Leute, es geht mir echt ziemlich auf den Sack und wenn das so stimmt, was hier das Lizard Squad postet, dann wird uns da in nächster Zeit noch einiges erwarten. Da werde ich euch natürlich auch wieder auf dem Laufenden halten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann wisst ihr natürlich, was zu tun ist. Abonnieren und liken nicht vergessen und mich wird jetzt einfach mal interessieren, was ihr zum Lizard Squad meint. Schreibt mir doch einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Denkt ihr, da wird nochmal einiges auf uns zukommen? Denkt ihr, es wird wieder so sein wie zur Weihnachtszeit? Oder denkt ihr vielleicht sogar, dass sich Microsoft und Sony mittlerweile so gut darauf vorbereitet haben, dass sowas gar nicht mehr passieren kann? Das hoffe ich natürlich am meisten, aber dann hoffe ich natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn im System brüllt, jetzt mal auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crimex.